sowohl natürlich, du kannst auch als Trainer sozusagen deine Meinung als Schiedsrichter, muss man als Schiedsrichter selber gespielt haben, um guter Schiedsrichter zu sein, muss man als Trainer gespielt haben und gut als Trainer funktionieren. Oder meine Meinung war immer, der sieht es anders, wenn einer mit Absicht erfahren muss oder nicht. Ja? Der, das ist so, weil der spielt genau, wie der das jetzt, wenn er hinfährt auf den Ball, also wenn der Ball führt, der Spieler, und der Gegenspieler kommt hin, und da muss die Unterscheidung, die hast du eher, wenn du Fußball gespielt hast, als wenn du nicht gespielt hast. Der fällt vielleicht nur, weil der hingefallen ist. Prinzipiell ist es vom Vorteil natürlich, wenn halt der Schiedsrichter selber gespielt hat, oder ja, zumindest er muss vielleicht nicht ganz umspielen, aber es ist immer von Vorteil. Warum? Weil er die Bewegungen ganz anders wahrnimmt, weil er, denke ich, einmal viel schneller auch handeln kann und aus der Intuition, die er schon, bevor die Aktion passiert, vielleicht schon einmal schaltet, was passiert jetzt da und viel schneller mit der Handlung mitgekauft. Und das ist sicherlich von Vorteil. Als Trainer bin ich halt der Meinung, muss es nicht unbedingt sein, weil es hat schon andere Trainer geben. Es ist heute das Trainergeschäft, ist zum Teil auch Entertainment. Wir haben auch Nadi Pinter gehabt, wir haben andere Leute auch gehabt, die auch einen gewissen Erfolg feiern durften. Also ich bin nicht unbedingt jetzt der Meinung, dass der auch im High-End-Level spielen hat müssen. Ist aber wiederum in der heutigen Zeit und auch in Zukunft wahrscheinlich schon sehr gefragt, weil der Fußball schon sehr, sehr noch komplexer wird oder geworden ist in letzter Zeit. Und wenn du da nicht wirklich aus dem Geschäft bist, wenn du das nicht angelernt bekommen hast, dann wirst du wahrscheinlich sehr, sehr schwer tun, das Ganze aufzuholen in diversen Lizenzen. Wird wahrscheinlich kaum gehen, weil es da schon bei der Lizenz gar nicht weiter los. Also dahingehend wird sich diese Frage auch erübrigen. Wobei es sicher Ausnahmen gibt, die das halt einfach so ein bisschen drinnen haben. Als Spieler und Trainer würde ich sagen, ist er sicher auch vom Vorteil. Unterm Strich ist halt das, was rauskommt. Und da glaube ich, gibt es sehr viele gute Trainer, die vielleicht nur durchschnittlich Fußballer waren. Also ich kann nur sagen, speziell am Anfang hat mir das irrsinnig viel geholfen, dass ich selber gespielt habe. Ich habe ja eigentlich vom 5. Lebensjahr den kompletten Nachwuchs durchgespielt und in den Unterklassen in Wien war das schon ein großer Vorteil, dass ich das gehabt habe. Wie der Jürgen richtig gesagt hat, ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, dass man Fußball gespielt hat, aber wenn man die Erfahrung hat, dann schadet es sicher nicht, weil man eben viele Bewegungsabläufe, die Fußball machen, sei es eben auch zum Beispiel Simulationen, als Fußballer ganz anders kennt, wie wenn du das nie gemacht hast, als wenn du das nie selber probiert hast. Österreichische Spieler sind im Ausland absolut gefragt. Das österreichische Schiedsrichterwesen, sage ich einmal, hinkt, finde ich, hinterher. Also wir haben leider nicht mehr die Champions League Schiedsrichter in der Vielzahl oder auch die bei der Europameisterschaft pfiffen haben. Und die österreichischen Trainer sind nicht so gefragt wie die Spieler. Was ist da der Grund oder ist das nur eine Fehleinschätzung meinerseits? Oft sage ich, unsere Spieler, was dort hingehen, sage ich, die Spieler, wenn man ehrlich ist, weiß ich, wie der Hofer und wie soll ich, sind nicht schlecht, aber solche haben es kiloweise dort. Jetzt brauchst du aber so einen, wie man sagt, Manager, der was das Glück hat, dass er ihn dort unterbringt, auch wenn er da nicht spielt. Hm? Naja, also, aber es warum ist nicht will jetzt kein Trainer von uns dort unterbringen? Der Trainer haben es genauso genug. Das ist so, ja, du musst da Glück haben, dass da irgendwo abscheinst dauernd. Ja, das ist nicht so einfach. Ich muss sagen, das österreichische Fußballwesen, so wie es du genannt hast, hat sich nicht verbessert. Der österreichische Fußball im Individualbereich, das heißt, wenn sie frühzeitig aus dem Land rausgehen, haben sich verbessert, weil sie rausgegangen sind. Der österreichische Fußball steht nicht besser da als wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, weil wer will nach Österreich gehen, habe ich noch nicht gesehen, also sie ist mal vice versa. Und der Spieler geht heute mit 15, 16 Jahren ins Ausland, macht dort die Schule und erfahrt dort, wie es ist, sich weiterzuentwickeln. Bei uns bleibt es stehen. Und dort entwickelt er sich und deswegen haben wir heute eine Nationalmannschaft, die auch dementsprechend spielt und jetzt da natürlich nach Österreich etwas mehr geblickt wird. Aber das hat mit der nationalen Meisterschaft wenig zu tun, weil aus der nationalen Liga spielt fast keiner, bis auf hinten auf dem Hinterecker und vielleicht der Tiroler in der Mitte oder Insanker. Und die spielen aber bei Salzburg und haben halt auch internationale Erfahrung machen dürfen. Nur
Wenn du das jetzt bei Salzburg ausschaust, wenn die Spieler wegbrechen, wird der Hinteregger der Elsanker auch bald nicht mehr ein Team spielen. Mhm. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Außer die Salzburg haben vorhin wieder international ein gutes Programm, das werden wir jetzt sehen. Aber dann wird es schwierig für die Spieler, die in Österreich spielen, wieder in der Nationalmannschaft zu spielen. Bei den Trainern ist es so, dass natürlich, weil wenn der Trainer aus Österreich kommt, ja, der Peter, mir taugt es, dass der Stöger gute Arbeit verrichtet hat und so weiter. Nur diese Mannschaft wollte niemand haben, die FC Köln. Er war ja nicht der Erste, den sie jetzt gefragt haben, ja, wir wollen unbedingt den Peter Stöger. Sondern er war also der Vierte, Fünfte, der dann gesagt hat, okay, ich mache das. Ja. Und vorhergehend waren schon 4, 5 andere deutsche Trainer im Gespräch, die das alle abgelehnt haben. Und der Peter hat das übernommen mit Manfred, mit Schmidt und haben sich das sehr, sehr gut getan. Warum? Weil sie nichts verlieren können. Und das taugt mir und das ist auch hoch anzurechnen. Mir war sehr, sehr, ich war sehr froh, wenn das mehr schaffen könnten von den Trainern her. Bin aber der Meinung, dass sich das irgendwann einmal auch wendet, dass die angehenden Trainer die Lizenzen nicht mehr in Österreich machen. Das ist dasselbe wie mit den Spielern. Die Spieler gehen raus, fangen an zu lernen und die Trainer werden genauso rausgehen. Schiedsrichter, denke ich einmal, haben wir immer den einen oder den anderen gehabt, auch international haben sie immer gepfiffen. Ich glaube, dass die Schiedsrichter sich genauso weiterentwickeln mit besseren Spielen, mit schnelleren Spielen, vor allem wenn sie international pfeifen, mit Ländermatch oder eben jetzt, so wie es ist, in der Champions League oder in der Euroleague, waren immer eigentlich auch vertretende Schiedsrichter, denke ich einmal, waren auch sehr, sehr gute Schiedsrichter dabei. Also da habe ich jetzt nicht die großen Unterschiede gesehen von es hat immer noch jemanden, einen Kolliner, der ist halt aufgefallen, weil er so präsent war, bei Klotzen und mit der Anlasse. Und war auch ein sehr, sehr korrekter Schiedsrichter, muss ich sagen. Habe ich selbst einmal die Erfahrung machen dürfen gegen die Türken, wo wir 5-0 verloren haben, hat er die Türken dann zupfiffen und hat gesagt, oh, jetzt hört's auf. Nur mal der Herz alles grinnt. Was ist jetzt auch immer? bis wir dann aufgeklärt haben, Herz alle auf zum Spielen. Ein Kolliner hat schon 10 Minuten vor Schluss die Türken zu pfiffen, also als Respekt halb. Also der war ein sehr, sehr korrekter Schiedsrichter. Aber wie gesagt, die österreichischen Schiedsrichter sind um nichts schlechter als wie international gesehen die anderen. Das betrifft immer nur dann, wie weit kann ich weiterentwickeln, welche Spiele kann ich pfeifen, welche Möglichkeiten, wann darf ich tun, damit zugehen. Und da ist es halt, wäre es natürlich klasse, wenn das eine oder andere Mal öfter ein Österreicher zu diesen Euroleague-Spielen geholt wird. Das Problem ist bei diesen in der UEFA, bei diesem Schiedsrichterwesen, also in diesem Elitebereich, die Champions League pfeifen, sind 22 Leute drin. Von diesen 22 Leuten ist mal logisch, dass die großen Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, England, jeder mal mindestens 2 drinnen hat. Jeder. Also wenn nicht sogar mehr. Die Spanier haben zum Beispiel 4 drinnen. Das heißt, für die kleineren Landesverbände, also die kleineren Nationalverbände gibt es, ich glaube, zurzeit sind immer 6 oder 7 Plätze, die nicht belegt sind durch diese großen Nationen. Weil wie viele Europäer waren bei der letzten WM? 9. 9 Schiedsrichter aus Europa. Wie viele sind bei einer EM? 12. Also die Chance, dass wir da mal mit reinkriegen, ist nicht hoch. Es gibt so diese, der Robert Zettelschek hat uns gestern gesagt, diese Vision EM 2020, dass wir da wieder wen dabei haben. Ich glaube, dass die Chancen nicht so schlecht sind. Speziell jetzt mit dem Harald Lechner haben wir schon einen, der schuf das mitbringt, was eigentlich erforderlich ist. Also er hat es sowohl vom Beruflichen geregelt, auch dann, was enorm wichtig ist, sind die Fremdsprachen, also Englisch, Französisch, das ist alles schon wie Voraussetzung, das brauchst du ja. Und dass er dann halt auch, meiner Meinung nach, ein sehr guter Schiedsrichter ist. Und selbst der ist jetzt in der Kategorie 1, also in dem unter diesem Champions League Topf, und steht an, weil er halt niemanden hat, der ihn pusht, den fördert, weil halt jeder entweder aus einer großen Nation kommt oder eben irgendwie durch andere Gründe gefördert wird. Was sollte ein Schiedsrichter partout nicht tun, um als arrogant zu gelten? Aber auf der anderen Seite gibt es auch Schiedsrichter, die sagen, na, der Trainer ist arrogant. Also wann glaubt man als Trainer, dass man arrogant wahrgenommen wird vom Schiedsrichter? Also das Thema Arroganz, Respekt. Also wenn ich mich erinnern kann, also ich war nie ausgeschlossen. Ja, da musst du ein bisschen mitspielen, musst du ein bisschen einen Schmäh haben. Also ich habe gerade irgendeinen Plätzchen gemacht und also Herr Flöge, wir in unserem Alter, so, wir haben es eh recht. Genau. Und somit war das erledigt. Also, du weißt, einmal kurz irgendwo sagen und dann ist er Ruhe. Aber manche, die sind so aufreizend.
Da siehst du die Bewegung schon, er hat nichts gemacht, kein Foul. Dann siehst du in der Wiederholung, dass der den richtig am Knöchel gestehen ist. Aber manche Schiedsrichter, die lassen sich zu viel ein auf Spieler. Und das ist nicht gut, ne, dass wir den zu lang reden und so. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ja, und bist schon draußen, und bist schon weg, und schon die Karten. Die gibt es auch wieder. Ne? Also so hat jeder seine Vor- und Nachteile. Ne? Ja, Arroganz ist eine Sache des Respektes. Also ich werde arrogant, wenn ich respektlos werde, dann sehe ich den Gegenüber als arrogant. Vor allem dann betrifft es ja mein Ego. Sobald einer heute für jemanden arrogant wirkt, dann hat er selber das Problem. Und nicht der vielleicht auch eher arrogant gegenübersteht. Sicherlich manche Schiedsrichter haben dasselbe Problem wie die Spieler oder der Trainer, sage ich jetzt einmal, weil die Spieler sind halt so in ihrer Emotion, die lassen die Emotionen freien Lauf und sagen viel und gestikulieren viel und so weiter und so fort. Was man aber, wenn man sich ehrlich sagt, in der Champions League ganz, ganz selten sieht, ganz, ganz wenig, auch wenn man auf höchstem Level sieht, wie die Spieler miteinander umgehen und auch mit dem Schiedsrichter, sieht man ganz wenig. Je weiter man runtergeht, desto mehr Respektlosigkeit sieht man vom Trainer, vom Schiedsrichter und von den Spielern. Und in der Liga muss ich ehrlich sagen, man hört die nicht pfeifen. Ich bin auch auf der Linie gestanden. Das ist. Also, das ist ja noch ärger. Also, die sind ja für mich die Ärmsten, die auf der Linie stehen, weil die nehmen alles. Der Schiedsrichter kann ja nicht wegrennen, aber die auf der Linie. Der steht da. Also, ich war mal wachen dürfen, dann nie wieder. Also, ich ziehe meinen Hut vor allen, die das durchmachen. Also, da musst du wirklich ein bisschen Masochist da sein, weil das ist zum Teil Wahnsinn. Verstehe, also, aber wie gesagt, das musst du da aushalten, du musst das abschalten können, und das, für das werden sie, denke ich, immer auch geschult. Es gibt sehr, sehr gute, die gar nicht auffallen. Von denen redet aber keiner, weil er genau das gemacht hat, für das er da war. Er hat einfach nur pfiffen. Und genau um das geht. Und ob der jetzt einmal falsch pfiffen oder zweimal, ist im Grunde genommen wurscht. Aber da hörst du nichts von arrogant oder sonst irgendwas. Ah, der war gut, aus. Und. Ich finde, dass man einfach eine gute Kommunikation untereinander braucht. Und Schiedsrichter müssen uns verstehen, wir stehen auch unter Druck. Es geht auch bei uns um Punkte. Und wenn die Kommunikation da halbwegs so gut ist, man hat auch schon ein paar Mal eingezahlt. Aber ich stehe auch dazu. Ja. Ich will mich nachher mit dem genauso unterhalten können. Das ist passiert und dafür stehe ich gerade und da passt es noch besser. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das besser wird. Also im letzten halben Jahr habe ich mich mit dem Schiedsrichter ganz gut vertraut. Okay. Aber in der einen oder anderen Pfiff nicht für mich war. Das Wichtigste ist eigentlich das Miteinander reden, weil da schon sehr viel rausnehmen kann. Ich selber, wenn ich da jetzt im Frühjahr in der Bundesliga loslege, genau schon gespannt, wie das wird. Aber das Entscheidende ist einfach, dass du einfach hin und wieder die richtigen Worte wählst. Und das, was mir jetzt auch aufgefallen ist, was eigentlich sehr viel hilft, ist, jetzt zum Beispiel am Samstag habe ich pfiffen lassen gegen Bratislava. Da habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit einen Blödsinn pfiffen. Dann ist der Hinum von der Lach zum Herkommen, hat mir das gesagt, du, das war falsch. Und ich habe gesagt, ja, du, das ist mal passiert, das kann sein. Und er hat gesagt, Ballstich schon vergessen. Natürlich ist mir klar, das war Freundschaftsspiel. Wenn es um Punkte geht, was das anderes. Aber trotzdem, wenn du mal einen Fehler eingestehst, auch wenn es im Spiel ist, nimmt es auch viel Schärfe raus. Und die Spieler oder auch die Trainer akzeptieren es dann eher, wie wenn du dann halt sagst, wie wenn du es so ein bisschen von oben herab tust. Also das ist das Wichtigste, von oben herab. Das kommt nie gut und das. Ja. Regeländerungen hat es in den letzten Jahren sehr viele gegeben im Fußball. Welche Regeländerungen waren positiv für euch? Und welche Regeländerungen hättet ihr, wenn ihr was zu reden hättet, so in der FIFA, was würdet ihr beim Fußball ändern, regeltechnisch, um sozusagen eure Sportart, eure Lieblingssportart noch attraktiver zu machen? Der hat einen vierten Schiedsrichter gleich abgeschaffen. Okay. Wie muss der dort stehen? Also bis heute, ne? Erstens hat er,
Also die 5. und 6. glaube ich. Der war es nicht mehr da. Ja, der war nicht. Erstens hat er abgehängt den Golmer, weil früher sind sie reingelaufen im 16er. Ne? Die sind immer Stiege rein und dann Golmer aus dem Augenwinkel, wo der schräg direkt, wo würde schon wieder werden, obwohl der Ball ganz woanders ist. Aber eine Änderung wäre, das, was wir schon gehört haben, vielleicht kommt das zusammen, dass man sofort auf der Leinwand sieht, hallo, der war über der Linie oder nicht. Und somit ist das erledigt. Ne? Das ist viel verändert, einmal gleich, einmal nicht gleich, was passiert, wenn der schon vorne drin steht, was passiert, ist der jetzt der passiv, ist der aktiv, so wie es jetzt ist, ja, scheint es okay zu sein, ist aber, glaube ich, noch nicht das Gelbe vom Ei. Also ich glaube, dass sich das auch in den nächsten Jahren wieder ändern wird, weil es schwieriger wird, das überhaupt zu sehen, zu pfeifen. Vor allem, ich bin eigentlich bis die ersten Mannschaften absichtlich der Leute dort hinstellen und dann im passiven Abseits stehen, weil das hat dabei noch keiner gemacht. Also wirklich einmal drei Spieler absichtlich dort hinstellen und dann rennt einer von hinten führen. Also weil das Spiel immer mehr dem Computerspiel gleicht und immer mehr an American Football gleicht und das wird alles schon ziemlich durchstrukturiert, weil ich glaube, dass sich da noch viel ändern wird. Auch den Sensor oder diese Torkamera finde ich vonnöten, weil es wirklich immer schwieriger wird, weil es schneller wird, weil es schärfer werden die Schüsse. Also, und um Millionen geht. Und um sehr viel geht. Ja. Und dann ist halt die Frage, bringe ich das Ganze auf der Leinwand, bringe ich es nicht. Wenn es solche Entscheidungen sind, die ganz einfach ganz fix zum ersichtlich sind, dann muss ich es bringen, weil somit dämpft das im Stadion selber die Wahnsinnigen, die dann meinen, sie müssen die Goschen haben, weil der war nichts oder der war drin oder wie auch immer. Qualifiziert sich die österreichische Nationalmannschaft? Man kann es nur hoffen. Okay, ja, hoffen. Es ist eine Steigerung da, bist, da gibt es gar nichts. Ja, gut ab. Man weiß, wenn Spieler von verschiedenen Vereinen und nur dazu im Ausland, weil normal waren, wenn Rapid Austria war, wenn Rapid wohnen, waren Sieger nicht von Rapid in der Nationalmannschaft, umgekehrt war von der Austria. Also das war ein Gerippe und das war sehr schwer und wurde auch von den Trainern, dass der immer die zusammenlassen hat und jetzt kontinuierlich werden sie eine Mannschaft, wo einer für den anderen da ist, das merkt man. Und wenn das so weitergeht, haben wir eine gute Chance. Warum? Mhm. Ich bin der Überzeugung, dass sie es schaffen, weil die Spieler jetzt da noch besser geworden sind. Man sieht es anhand Janusowitsch, hat jetzt eine Führungsrolle übernommen. Was uns gefällt hat im Team, waren diese Führungsspieler. Der Alaba ist in diese Rolle geschlüpft. Jetzt kommt der Janusowitsch dazu, der auch genauso jetzt schon langsam anfängt fühlen zu können. Was wir halt noch brauchen, sind noch mehr solche, dass man auch von hinten aus noch besser geht, dass wir nicht nur die haben, die halt zerstören und vorher das eine oder andere mal mitbringen, sondern wirklich auch diese Führungspositionen übernehmen. Ein Autovic ist auch gut, wenn er will. Wenn er ein bisschen dazu gibt, aber ich glaube, dass die Mannschaft und das Trainerteam im Moment sehr, sehr gut funktioniert, dass sie das Beste rausholen aus dem Team. Und ja, kann man nur gratulieren bis jetzt, was sie jetzt erreicht haben, weil vom 70. Platz auf den 23. ist einmal eine starke Leistung. Und ich bin davon überzeugt, dass sie schaffen, die Quali. Also, die habe ich keine Angst. Ja, sie sind nie so auftreten, dass ich jetzt gesagt hätte, da haben wir überhaupt keine Chance, hätten wir keine Chance gehabt oder sonst was, und die Gegner sind auch nicht so übermäßig stark jetzt da schon, dass ich nicht daran glauben würde. Diesmal glaube ich, dass wir es schaffen. Die Entwicklung ist eine gute. Die Harmonie ist, glaube ich, eine gute. Und sind auch vielleicht diese Spiele, wo man vielleicht nicht so gut spielt, wo man drüber kommt jetzt, vielleicht mit einem knappen Resultat. Die Leute nehmen es an. Ja, wir haben jetzt gegen ein Testspiel sogar möglicherweise mal volles Haus. Ja. Das heißt, das Ranzen wird weniger und lieber gut zu kriegen. Also ich glaube, diesmal werden wir es nicht geschaffen. Jetzt gehe ich fast zu jedem Länderspiel, wenn es möglich ist. Und ich hoffe schon sehr, dass sie es schaffen. Ich würde mich freuen, dass sie es schaffen. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Okay, na dann sage ich einmal danke. Eure Meinung, die wollen wir auch, dass es dann in die Praxis umgesetzt ist. Mal einen kräftigen Applaus.